Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Dead Island Stream, wo mich erstmal ein Sprenger meint nerven zu müssen. Ja. Ich wollte heute genau da weitermachen, wo es letztes Mal abgeschmiert ist, buchstäblich. Letztes Mal ist mir ja zum Streamende der PC einfach abgestürzt und selbst nach dem Absturz wollte ja mein Controller nicht richtig. Kann ich mich auch auf das Gebäude setzen? Okay, hier bin ich wenigstens sicher. Ja, was war mein Plan eigentlich letztes Mal? Ich wollte mit der Story weitermachen und genau da ist mir der PC abgeschmiert. Und wie gesagt, mein Controller wollte danach auch nicht. War wunderbar. Ich habe mich nur noch aufgeregt. Das war nicht schön. Wie gesagt, ich wollte heute mit Hauptstory zum einen weitermachen. Das hier findet sich irgendwie schon. Ich weiß nicht mal, warum er das gerade im Fokus hatte. Als ich letztes Mal aufgehört habe, war eigentlich die Hauptquest im Fokus. Der Drachentöter. Ich muss noch Moose und Dylan zur Strecke bringen. Zwei Muskelhainis sondergleichen. So, mit welcher Waffe will ich denn überhaupt auf die losgehen? Mit den schnellen Waffen. Ja, Krabumseil. Immer wieder schön, sie explodieren zu sehen. Unhöflich, was ihr hier treibt. Einfach vor mir jemanden zu verknuspern. Ach, die gute alte Spitzhacke. Die funktioniert immer. Das nehme ich mir mal. Wir müssen das Fitnessstudio durchsuchen. Moose and Dylan sound like tough guys. This is one stunt where I don't want an audience. Warum hat das nur einen getroffen? Zur Not habe ich für die ganz dicken sogar noch. Den Raserei-Modus. Sie haben mich diese Stachelviecher nicht ein einziges Mal gejuckt. Oh, ich habe noch die Leiche neben mir weggezogen. Komm zu Baba. Ach, da will noch wer. War ich nicht. Ja, latsch da rein. Intelligenzbestie. Könnte aber auch irgendwo ich sein. So, die kommen jetzt wahrscheinlich direkt entgegen. Wir haben nicht mit einer Filmsequenz gerechnet. Hey. What is up? Believe it or not, you're gonna want to see this. You pull a rabbit out of there, I'm a flip. Oh, dude, it's Moose. Oh, you knew him? No worries. Just a friend of a friend. He wasn't human anymore. And that's the point. Look at this. What is that? Ugh. Wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? I should? You sure? You see this? Du willst das nicht essen, oder? A tiny hammer now. But
Excalibur! Yeah, abracadabra, alakazam! Good to see you again, man, but I gotta split. Busy taking down more of those nasties. No, wait, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop. I know, right? It's insane! All this stuff, it does things. That's what I'm talking about! Ooh, I can do some cool shit with this. Yeah. I gotta get back. Down below. Oh, right, yeah. Yo. Das heißt, ich muss nur einen ausschalten? You're the man. I'll keep trying stuff out. Yeah. Oh, come by. Well, if you want to. Sure thing. In a while, crocodile. Damn, that guy's a genius. I'd never even think to stick my hands in there. Warum sollte man auch? Ey. Jetzt habe ich die Möglichkeit. So, Autofahrgevorteile. Erhalte auch schon nach Autofahrgebauplänen, in Duell A durchreißt und Quest abschließt. Verschlimme nur Zombies, indem du ihnen die Gliedmassen abtrennst. So gelangst du in den Besitz von Autofahrgebeseuchten Zombie-Teilen. Optimiere deine Waffen mit starken Vorteilen und mach dir die Kräfte der Zombies zunutze, um sie zu bekämpfen. Und jetzt habe ich den Mod hier gerade bekommen. Moderater Blutungsschaden. Ne, muss ja irgendein Fageding sein. Ist wahrscheinlich auch was von den Viechern beinhaltet. Hier, Instabilität war's. Infizierten Fleisch, brennbare Flüssigkeit, Explosionsdrüse. Jetzt ist die Frage, wie ich das rausbrühe. Wait, does that mean my insides? Lasst uns nicht so dolle darüber nachdenken, im Bestfall. Also, wie weit ist Dylan jetzt gekommen? Gut gemeinte Frage. Was genau muss ich denn abhacken? Um deren Fleisch zu kriegen. Also ab jetzt darf ich ja, soweit ich das gelesen habe. Warte mal, Katana. Damit sollte abhacken am besten gehen. Ja. Hab was abgehackt. Und es sieht sehr lecker aus. Ich finde es so schön, dass diese mittlere Taste vom PlayStation-Controller beim PC nicht funktioniert, aber bei der Konsole selber funktioniert der. Warte mal. Erstmal dort. Sieh ich dir auf dem Weg. Ich muss diese ganzen Fragezeichen auch mal ablaufen. Aber schön, dass sie mir jetzt auch endlich hier Fleisch und so weiter droppen können. Puta madre. Ja, fuck! Okay, wer von euch konnte den Furz nicht mehr drin halten? Jetzt ist die Frage, ist es egal, welches Körperteil ich abhacke? Oder ist das wirklich wichtig?
Nee, auf dich einen Molotow-Cocktail werfen ist eine dumme Idee. Nee, ich glaube, das ist egal. Hauptsache, ich hack was ab. Ich frage mich, wie hoch die Prozentchance ist, dass was abfällt. Ich will mal einen Kopf abpacken. Hier habe ich es geschafft, mit dem letzten Schlag den Kopf zu verfehlen. So, hier wird auch nach einer Sicherung laut Karte gefragt. Natürlich ist es die Feuerwehr, die rauskommt. Was war nochmal effektiv? Knarren waren effektiv. Feuerwehr ist halt so dick gepanzert, da brauche ich definitiv immer die Knarre hier. Du stirbst von alleine. Genau wie der. Ich muss das Wasser abdrehen. Geht das eigentlich auch, wenn ich die mit der Knarre verstümmel? Gerade fragen, wo ist meine Schrotflinte? Warte, anderer Plan. Warum soll ich es mir schwer machen? Ich mach das Ding noch nicht aus. Ich loot hier erstmal. Ist doch der perfekte Schutzschild. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ihr könnt mich so richtig. Ach, ein wunderschöner Anblick, die Brutze zu sehen. Ich kriege das Gefühl, ich könnte das Spiel ruhig einen lauter stellen. Ich habe gerade nochmal reingehört, obwohl das ist fast auf maximaler. Nur die Musik nicht. So, bin gespannt, was da rauskommt. Ein exquisites Schwert. Na gut, her mit der Batterie. Hier, fang! So, Karte. Wo ist das nächste etwas? Da ist ein Fragezeichen. Ich kann ja so machen, dass ich mit der Hauptquest zusammen einmal so im Kreis laufe, wenn ich die ganzen Fragezeichen immer absuche. Weil da kann man ja Sachen entdecken. Okay, ich kann den auch mit der Knarre ruhig was abknallen. Die müssen nur generell verstümmelt werden. Es ist scheißegal, wie es passiert. Hi! Sonst noch wer was bestellen? Ach, du willst was bestellen. Ruhe. Ich hab Fans!
So enthauptet man. Mann, ich wollte doch nur in Ruhe und Frieden da rein. Joes Geheimlager. Bet you're not using it now, huh, Joe? Schlüssel zu Joes Personalraum. Hier, Joes Vorrat für schlechte Zeiten. Scotty. Yo! Hält sich für schlau. Tut so, als würde er diese Milch für eine schnelle Nummer besuchen. Obwohl wir alle wissen, dass er Geld rausschmuggelt, um seinen Geheimvorrat aufzufüllen. Du musst es echt nötig haben, wenn diese 7 höchstens bei dir als Milch durchgeht und sie nörgelt. Ja, hochnüsige Kuh. Würde trotzdem nicht nein sagen. Aber dein Zeug muss in ihrer Wohnung sein. Das ist im Minise, nicht weit vom Hauptgeschäft. Weil er nie zu ihr geht, wenn er hier drüben in meinem Namen arbeitet. Ich würde nie was im Haus einer verheirateten Milf lassen. Könnte sein Handy checken, ob er wirklich zu ihr geht. Er lässt es immer auf der Theke liegen. Auf keinen Fall, Nick. Er ist irre, wenn er glaubt, dass dieses Franchise durch die Decke gehen wird. Aber das hier ist zu leicht verdientes Geld, um mich feuern zu lassen, wenn ich mir Josens Nachricht ansehe. Nicht weit vom Hauptgeschäft im Venize. Venize bin ich ja gerade, ne? Und das hier war irgendeine Nachricht, die auch mal nebenbei immer kam. Ach, das war wahrscheinlich auch das Fragezeichen, weil ich auf der Karte hatte, oder? Nee. Ja, der Bezirk ist doch Venize. Wo ist denn das Hauptgeschäft? Some kind of arsonist on the loose. Mann, immer diese verrückten Wassercontainer. So war das nicht geplant. Hat funktioniert. Ich glaube, wir haben den Brandstifter gefunden. Ich glaube nicht, dass hier einer reinkommt. Oh, Deep Cut Safe. Ja, ja, ich lasse dich gleich rein, Brigitte. Echt viele Brigitten, die hier rumlaufen, ne? I'm just gonna help myself. Ist doch die eiserne Regel eigentlich in so einer Apokalypse. Bedien dich einfach. Oh, hier ist der Safe-Schlüssel direkt. Dann lass mal was springen. 945 Geld. Ja, ist ein Taschengeld. War doch gerade noch einer. Was ist das denn für eine Festung? Warum brennt es fast jeden halben Meter? Einmal ganz kurz. Ganz kurz was umgestellt.
vorne ist Dylan irgendwo. Okay. Einfach den Kabel folgen. Dann weiß ich wenigstens, wofür ich gerade aufgemacht habe. Ach, dass ich hier rein kann. Oh, bessere Sichelklingen. Sogar als exquisite Variante. Oh, das macht, das lässt mein Herz Freudensprünge machen, Leute. Aber ich muss einmal kurz auf der Karte gucken. So, ich habe die Quest gerade wieder im Fokus. Ich muss ihn hier finden, ne? Getting the picture. Fire and smashed stuff. Alex mentioned the lot behind Lenny's. Liegt hier noch irgendwas? Außer dem Material? Okay. So gesehen. Eine gute Lanze. Danke. Och Mann, du hättest mir doch noch mehr geben können. Okay, der Kopf gibt auch Fleisch. Boah, ich erinnere mich beim ersten. Da war es teilweise so schrecklich, das Zeug zu sammeln. Ich rechne mit einer Filmsequenz. Oh, Dylan, gotta be. Easy now. Whoa. Are you for real? Oh. Oh yeah. You know how to make an entrance. I'm ready, meathead. Let's light it up! Ich glaube, wir haben eine neue Art von Matschböhne gefunden. Warte mal. Den Molotow, den packen wir, glaube ich, mal instant weg. Ich bezweifle, dass der hier irgendwas bringen wird. Den Molotow, nicht die Bombe. Deine brennenden Arme machen mir Angst. Oh. Heute wird gegrillt? Hä? Achso, der 50. brennende Zombie. Aua. Danke fürs Fleisch. Okay, ich sehe schon, dich juckt das nicht besonders. Warum da?
Inferno Malma. Dylan set himself on fucking fire. Ich will auch Superkräfte, ja. Warte. Inferno Malma. Ach du Scheiße. Jetzt gibt's eine heftige Version von denen. Ich warte einmal kurz, bis das Feuer weg ist. Passiert hier eh nichts. Brennbare Flüssigkeit. Ah, die kriegt man von diesen Inferno-Typen. Can use this just like patented. Streitkolben. Irgendwas übergroßes, ein übergroßer Armknochen, brennbare Flüssigkeit, Synthetikfasern. Können auch die brennenden Heinis generell vielleicht diese Flüssigkeit abgeben oder nur der Inferno-Typ? Hallo. Ist hier wer? Motorbike's lame cousin. That's right. I did take out that huge flaming zombie. Oh. Lecker, lecker. Alter, ich habe jetzt fast nur exquisite Waffen in meinem Inventar. Aber ist da vielleicht noch ein bisschen mehr? Da kann ich nicht hin. Will das Dach von mir besucht werden? Vielleicht? Nee. Gangrene-Schlüssel? Hierfür war mein Schlüssel, glaube ich. Da wäre ich gerade rausgekommen. Vorne ist nichts von Interesse mir, ne? Aber wir haben nochmal zwei Safes gefunden. Ne, Keltkassetten, noch schlimmer. War denn da drin eine Geldkassette? Ja. Ist das Safe-Schlüssel ja hier irgendwo? Ich müsste mal ganz kurz im... Herzlichen Glückwunsch, Shane. Zum ausschließen der Herausforderung. Ich glaube, die drei Waffen schmeiße ich tatsächlich weg. Ich habe so viele krasse Waffen hier mittlerweile gefunden. Ich muss das Ding mal gerade kurz aus meinem Chatfenster packen. Hier wurde dann durchgehend die Herausforderung gezeigt. Will wer was Gegrilltes? Ich mache heute den Grillmeister. Okay, du willst ein Steak. Ich habe verstanden. Warte, ich muss mir kurz ein Steak von dir rausholen. Okay, das kommt jetzt auf den Grill. Warte, ich habe meinen ganz eigenen Grillanzünder. Da, der Grill ist angezündet. Das, der Fleisch ist sogar schon direkt durchgebraten. Da. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Warum habe ich nicht damit auf Dylan geschossen? Was ist das für eine Festung?
ich nehme wieder das Katana. Ist besser zum Verstümmeln. Gib mir doch euer Fleisch. Klingen so, als ob ich selber zum Zombie geworden wäre, ne? Wenn ich die so anschreie, gibt euer Fleisch. Er war bewaffnet. Bin ich hier irgendwie zu einem Reality-Show-Produktionsset gerade gekommen? Danke. Was da heulen nicht hier diese Filme von dem Postboten? Och nö. Hat die geredet? Weiß nicht. Nein, danke. Ich weiß nicht wodurch, es ist mir egal. Aua. Haben wir von hinten? Oh, jetzt reicht's. Wo ist der Kotzbrocken? Auch die Elektrizität nichts ausmacht. Boah, kann der Wagen da jetzt mal endlich Ruhe geben? Dauert 10 Jahre, bis der Wagen endlich mal Frieden gibt. Der schlimmer als wenn man so einen Scheier vor sich hat. Da wollte ich doch nur hier gucken kommen. Den Implantate, der hat das jetzt noch mal abgeliefert. Ich wollte doch nur hier einmal kurz gucken. Aber ich glaube, so ohne weiteres komme ich da nicht rein. Nee, da brauche ich eine Schlüsselkarte.
Okay, ich hab gehört, wir wandern wieder zurück. Dahin. Spiel mal damit. Danke. Schockwelle? Ich hab den nicht niedergeschlagen, ich hab den zerstückelt. Oh, ich hab dafür eine Fähigkeit bekommen. Okay. Klingenarm. Also können die doch was abliefern? Und ich habe einfach nur Pech. Warte mal, ich greife gezielt die Arme an. Hat zumindest eine Säge geliefert. Wo auch immer sie die versteckt hatte. So, ich habe es zurückgeschafft und ich rechne wie immer mit einer Filmsequenz, wenn da Leute sind. All done. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh, fuck no. Moose was out when I got there. You don't want to know what a friend of mine was doing to him. And Dylan? He kind of exploded into a literal rage inferno. I took him down. It wasn't pretty. Told him not to skip leg day. Every time. Hey, it's about you guys now. You're survivors. You'll be okay here, but don't you want to come with? Sirline Hotel. Beds, meds, an actual doctor? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. The Blue Crab, success story of the zombie apocalypse. No. Well, how do I get to the Sirline anyway? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Got it. You three look after yourselves, huh? Okay, neuer Mod. Ist so Flammennahkampf-Mod, ne? Einfach nur mal aus Interesse wissen. Nachdem ich mir eine Sicherung gekauft habe. Wie teuer verkaufen kann man so einen infizierten Fleisch? Infizierten Fleisch da. Für 30. Guck mal, wie lecker da so aussieht. Infizierten Blut. Brennbare Flüssigkeit. Ja, der hat Überlänge, definitiv. Okay. Sehr interessant, was wir hier gefunden haben. Oh, ich soll übers Funkgerät reden. Hello? You need some help? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. If someone's lost, I can help look for him. I doubt it. He's somewhere over here in Monarch Studios, and trust me. No worries. I know the place inside and out. I'll find your friend. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with the giant spider. Meet me there. Always with the... Okay. Wir haben bei den Monarch Studios und bei den Beverly Hills Hotels. Apartments, eine Nebenquest. Bei Venice Beach ist auch noch irgendwo eine Nebenquest. Warte mal. Nee, Karte.
Ich würde gerne, wie immer, eigentlich erst den Nebenquests den Fortschritt geben. Weil wir sind in der Hauptstory schon sehr, sehr weit. Da haben wir noch 7 Nebenquests. Bei dem Hotel ist noch eine. Und 12 interessante Etwasse. Bel Air sind auch noch 2 Nebenquests. Bei den Monarch Studios, das ist die einzige Nebenquest, die dort ist. Das heißt, wenn wir das machen, dann haben wir die Monarch Studios eigentlich komplett abgeschlossen und müssen da nie wieder hin. Ja, und in die Kanalisation will ich eh nie wieder zurück. Okay, dann zuerst zu den Monarch Studios. Bin mir sicher, wir kriegen eine weitere Wurfwaffe. It's me from the radio. Okay, ich dachte, die würde instant mit mir reden, wenn ich hier hinkomme. Hold up, are you? Yes, I am Sarah. Yes, I am wearing my space fox outfit, and yes, this is a bad time. Yeah. Ich bin unschuldig. Warum kann ich dich mit der Waffe verletzen? Ich will dich am liebsten zuerst loswerden. Du bist nicht der Einzige, der kloppen kann. Ernsthaft? Er ist tot. Da kam einfach so ein Explosiver. Stupid, but also incredibly. Yeah. Ow. Ich komme in Frieden. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht, Sarah. Expected to run into a space fox captain out here. Never expected you to actually show up. You're really going to help look for Sebastian? Sure. Gonna need more than a name, though. He's a skinny kid, no fighter, but he's tricky, creative. It's how he's made it this far. Problem is, I can't reach him on the radio, and his stupid DD toy keeps drawing in the zombies. That adorable beeping in the bag? DD09, Space Fox's nav droid and baby robot merchandise milker. Can't stand the thing. But Sebastian loved it enough that he made a replica for conventions. I have no damn clue how to shut it up. If he doesn't get back and do something about it soon, our safe zone will be overrun. All right, give me the bag. I'm sure DD will get Sebastian's attention. You can clearly take care of yourself. Fine, you take DD. Start the search in Soundstage 3. I'll keep looking out here in peace. Just don't lose that bag. It's lost enough as it is. Okay. Ich habe einen neuen Freund, Leute.
Ich muss ihn ja sogar mitnehmen. We'll find him, Didi. Damit hatte ich irgendwie schon gerechnet. Wo ist die verknüpfte Schaufel da? Ist ja noch eine. Eine Sturmschrotflinte, aber die ist schwächer als meine jetzige. Also viel wie recyceln. Und die ist kaum besser als meine jetzige, definitiv nicht. Der Pike ist nicht besser als meine jetzige. Obwohl, was hat's mit der untersten? Die unterste ist Robustheit bei der. Und bei der ist Kraft höher. Alter, wie viele Schrotflinten hier sind. Ich hätte nur einfach rauswandern lassen können. Der wäre von alleine zerfetzt worden. Weißt du, wenn es nach mir ging, hätte ich das Ding einfach kaputt geschlagen, was ich hier gerade in der Hand habe. Didi, hey! Let's do it. Fang mal! Ich habe doch niemanden getötet. Oder zählt er selber auch? Um Gottes Willen. Da gehe ich nicht hin! Als ob ich auch noch in der Nähe bleiben muss. Du willst mich doch verarschen. Entschlossenes Piepen. Ich hab den viel zu spät bemerkt. Ich war von Didi abgelenkt. Didi, ich mag dich nicht. Aber wir müssen leider miteinander auskommen. Sehe ich eigentlich auf der Karte hier noch irgendwo was, das interessant auf den Charakter wirkt? Ich sehe ja noch ein paar interessante Sachen angeblich hier. Auch ein Teil drin, ne? Kelly Joes Koffer. Ich denke mal, immer wenn ich diese Punkte erreiche, geht das Ding los und versaut mir den Tag. Weg mit dir! Gehe ich doch nicht hin. Was ist das für ein stabiles Spielzeug? Das war gerade, glaube ich, 5-6 Explosionen drin und hat nicht mal einen Kratzer. Geh zurück. Wo ist der Bäschen? Hallo. Körperfresser. It's Sebastian. Okay, let's find a way round to him. Einen Moment. Können wir bestimmt mit dem auch einmal reden.
Ich habe ein Spielzeug für dich. Why is DDO9 acting like this? I can check on it, but not until those body snatchers are dealt with. Okay, ich darf noch nicht mit ihm reden. Habt Spaß! Du? Schnauze! I think we're safe from the body snatchers for now. Bring DDO9 over here so we can talk. Das Drecksding kannst du behalten. So, jetzt will er ja reden, ne? Da, bitte. I left DDO9 with the IRL Captain Vixen. So where's Mrs. Shepard? And why do you have my robot? And on that note, why are you here? And also, who even are you? Captain Vixen sent me to find you. So the captain sent you? But I'm fine. I'm just scavenging for tools and parts. Nothing to worry about. The problem is, Didi here can't keep her little robot mouth shut. She's been attracting every zombie around. The captain's fine, but it was kind of dicey there. Oh, jeez. I really screwed up. This is beyond cringe. My dumb robot nearly got Miss Shepard killed. I can't show my face around her no more. She's gonna hate me. Hey, hey. Eventually. Just turn Didi's speech parameters down a notch, or whatever. And go tell your captain you're okay. You're right. I'll fix DDO9 up and return to camp. Please, take something for helping Captain Vixen today. Consider it your spoils of war, and may the star of Volpine guide you. Oh. Ich habe zwei Karten bekommen. Ich kann jetzt hier sogar eine vierte ausrüsten. Straßenkampf, Autofahrgefähigkeit. Schade, Zombies mit Nahkampfangriffen oder Waffenwürfen, um Raserei aufzubauen. Ja, ich habe momentan keine Autofahge, ne? Und hier? Ja, das bringt mir auch relativ wenig. Aber danke fürs Level Up. Habe ich noch eine freigeschaltet? Nee, kann ja nicht. Ach, und du hast mir so eine Billig-Axt noch geschenkt. Die kannst du behalten. Na gut, die Nebenquest ist abgeschlossen, ne? Dann würde ich sagen, auf nach Beverly Hills und dort nächste Nebenquest. Hässlichkeit! Das war erstmal wichtiger als alles andere. Das ist nicht ernsthaft noch ein zweiter von denen, oder? Ernsthaft noch ein zweiter. Oh, wir haben Kelly Joe gefunden. Ich habe eine Wirbelsäule bekommen. Ugh. Nein. Ach so. Nur ich dachte, Kelly Joe ist auch ein Schreier.
Sie ist auch ein Schreier. Leck mich am Arsch. Erstmal den zweiten Schreier loswerden. Mädel, du gehst mir auf den Sack. Sonst noch wer? Meine Güte. Na gut, jetzt können wir uns ihren Koffer gönnen, ne? Ach, die ganzen Teile, ne? Diese Safes, die zählen wahrscheinlich auch zu den interessanten Dingern. Können es ja testen. Gerade habe ich 12. Jetzt gehe ich mir den Koffer holen, wo schon wieder einer rein will. Da steht schon wieder ein spezieller Zombie. Du willst mich doch verarschen. Du komm zuerst her, bevor ich die da fertig mache. Komm her. Sah gerade irgendwie aus wie Michael Myers. Oh, die hat ja nichts ausgehalten. Das macht schon mehr Sinn. Paul Everett, Stephen Pilz, Jennifer Emmerich. Und wer bist du? Kirk Vasquez. Wenn ihr all die Schauspieler kennt, dann gebt mir Bescheid. Tiefen und Versenken habe ich gerade im Kopf. Oh, einer von denen hat mal eine Lunge gegeben. Baupläne. Da, treffen und versenken. Wenn du einen Zombie verschimmelst, entsteht unter ihm eine Pfütze brennenden Treibstoffs. Das klingt eigentlich sehr nice. Ich brauche nur 4 Ringe des Gewesen und 2 Mutantenherzen dafür. Kein blassen Notz, weil ich den Scheiß herbekomme. Aber hey, da war offenbar die ganze Family. Die wollten nicht, dass ich an den Koffer komme. Ist hier sonst noch wer? Okay, was ist denn mit Koffer drin? Ein Offizierschwert der Agilität. Und ich habe Safeknacker bekommen. Ach, dafür gibt es nur ein bisschen Geld. So, und jetzt einmal kurz prüfen. Ja, diese Safes, die zählen auch mit. Und eventuell diese Hotspots? Nee, die Hotspots wahrscheinlich weniger. Also ich habe noch 2 Teile auf der Karte sitzen. Na gut, dann fehlen aber immer noch 6 Sachen, ne? Egelklinge. Ach, 100 Zombies mit Nahkampfwaffen. Anzapfen habe ich dafür bekommen. Anzapfen. Da. Insektenlarven. Giftgallenblase. Was zum Geier können die denn alles droppen? Also wenn ich Schaden zufüge, kann ich Gesundheit wiederherstellen. Das wäre eigentlich eine der nicesten Fähigkeiten von allen. Und auch Gegenfeuer. Okay. Okay.
Feuerteufel-Zombies. Ich will auch schon wissen, wofür ich die ganzen Errungenschaften bekomme, ne? Ach, hier kamen die beiden. Greetings, Traveler. I'm pleased to report that we have safely regrouped. Yeah, here you are. Sebastian, don't get distracted. Running out there alone was incredibly stupid. Do not do that again. It was a necessary risk, Captain. I found enough parts that we can start fighting back against the body snatchers. This is not a debate. From now on, you do not leave this safe zone without me. Understood? But... Understood, Miss Shepard. Warum trägst du eine Augenklappe? Okay. Tell me about the robot. Have you got it under control? Oh, yes. I've set DD09 to B mode while I complete her repairs. The damaged pneumatics will continue to hiss out excess compressed gas until I replace the piston. The sound control had a short, causing her sensor to fire off randomly. But I believe I've managed to find a solution to her speaking out of turn. Oh, really? How did you figure it out? I unplugged the speakers. Oh, good. Good work, Sebastian. Darauf ist sie nicht selber gekommen? Oh Gott, deswegen ich sehe gerade erst, dass ich überhaupt kein Medikit mehr habe. Ich denke mal, nach der Nebenquest mal Schluss heute. You look like someone well versed in matters of the grotesque. I do? Well, I can see that you're begging to ask, so I'll tell you. Yes, I am an artiste, a sculptor of perceptions, of minds, of reality itself. Francesca. Carla. Hi. Hi. Since the dawn of humankind, art has challenged us and elevated us. Now more than ever, it is art that will save us from our moral decay. You want to help save people, don't you? Well, yeah. Yeah. Then go out and collect me infected flesh. You can rip it straight from any of those mindless conformists wandering around. Or perhaps you already have some to donate. When you've got enough, put it in that bucket there. What the hell are you gonna do with a steaming pile of zombie flesh? Oh, how can you be so obtuse? I'm creating my magnum opus, my masterwork. I am Michelangelo, and you must bring me the finest vein marble. Now, go! Wow. Well, it'll make a good story. Wir hinterfragen das nicht. Wir hinterfragen es einfach nicht. Yes. My medium is death. For our... Finally, the process can begin. The sublime pain and sacred pleasure of new creative birth. Okay, lady. I'm leaving you to your art now. My God, we've barely begun. I need rarer, more exquisite parts. I've been listening to the inane chatter on the radio. I've heard of marvelous and monstrous beasts around the city. I must mold their fantastical corruption. Ew. Mark this. My artistic flow is paramount. I'll place my requests on the board up there. When you bring the matter, do not interrupt me. Just drop it in the bucket. Uh-huh. And do I get anything out of all this? We can trade for my aesthetic leftovers, but as I pass you the dregs of my creativity, consider what residue of your own will you discard. Don't answer. Just let that stew for a while. Was willst du nochmal haben? Ich hab nur halb hingehört. Go out and bring me something fabulous from those monstrosities. Okay, du willst übergroße Armknochen haben. 5 Stück. Also das ist eher so eine Sammelquest. Welche? Körperkunst. Um Gottes Willen, du wirst wahrscheinlich viel haben wollen. Und dafür muss ich den auch bestimmte Körperteile abtrennen.
Na gut, das, was die Viecher ausmacht, ne? Sind hier nicht in der Nähe auch ein paar Malma? Aber wahrscheinlich nicht genügend, dass ich das farmen könnte. Was es hier doch auch ein Malma-Hotspot gab. Ja, hier ist doch ein Malma-Hotspot. Oh, hier ist was. Die Spinntheorie. Das Leben zur Hölle. An Reginald White. Reggie, ich verliere hier noch meinen verdammten Verstand. Der Besitzer war eben hier und hat behauptet, dass mit dem Talisman etwas nicht stimmt. Er sagte, das Netz müsste entlang der verdammten Erdachse ausgerichtet sein. Aber das in Richtung der magnetischen Pole weiß. So könnte er über die Feldlinien aufschlagen und mehr Spin bekommen. Also sollen wir alles um 30 Grad drehen. Ich sag dir eins, Rick. Noch so eine Nummer und ich richte diesen Typen entlang der verfickten Erdachse aus. Der Scheiß wirft uns 3 Wochen zurück. Also sorg dafür, dass du das noch heute auf die Rechnung gesetzt wird. Ich krieg bei dem verdammten Job nochmal einen Schlaganfall. Ja gut, bei so einem Kunden würde ich auch wahrscheinlich aggressiv werden. Das britzelt, oh. Schockwiderstand erhöht sich dadurch. Die liefern dieses infizierte Blut. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich stelle mich da vorne hin für den schönen Ausblick. So. Ich sage an der Stelle, wenn es euch allen gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Natürlich auch bei Twitch vorbeischauen. Und für die YouTube-Zuschauer dann Follow da lassen. Und von YouTube würde ich mich an der Stelle dann als erstes verabschieden. Euch noch einen schönen Tag.